nennt sie Bioenergie Gellersen, haben uns 2013 gegründet. Zuerst haben Teleskoplader gar nicht so ernsthaft in Erwägung gezogen, weil alle haben uns gesagt, diese, also Biogasanlagen oder solche ähnlichen Anlagen in der Größenordnung haben, die müssen Radlader haben. Der Radlader wäre in der 18-Tonnen-Klasse irgendwo gewesen. Und vor allen Dingen, da erstmal hochkommen. Wie oft steigen wir hier mal rauf und runter? Also der Radlader ist das Richtige, damit sind wir auch losgezogen, bis Christian kam. Teleskoplader kannst du aber genauso gut. Probieren wir aus, was ist denn richtig für uns? So haben wir praktisch das erste Jahr über HKL für den ersten Melo entschieden. Ja. Vor allen Dingen, weil wir jetzt auch noch in der Bauphase da den gekriegt haben. Und gerade in der Bauphase kann man Teleskoplader ja doch durch den Palettengabel nochmal besser benutzen. Und als den Radlader, der werde ich dann mehr weniger nur in hoch und runter kann. Ne? Mehr in Ruhe des ersten Jahres. Es waren diverse Leckagen. Ja, Hydraulik. Hydraulik immer mal wieder hier ein bisschen Öl und da ein bisschen Öl. HKL, also die haben sich wirklich auch gut deutschen Arsch aufgerissen, damit das Ding wieder zum Laufen kommt. Hier selbst am Wochenende per Achse mit 20 km/h nach Biedenbüttel gefahren. Zwischen jetzt nach 2 Jahren, Christian sagt auch, mein Chassis sieht aber noch gut aus. Und das nach 3 Jahren, der Mast komplett aus, das glaube ich auch noch nicht, weil der momentan noch absolut spielfrei ist. Also es läuft jetzt so. Inzwischen ist hier eine Routine eingekehrt. Im Vorteil vom Teleskoplader ist, er macht alles, was er soll und eben noch ein bisschen mehr. Ziemlich genau 100 Tonnen noch, ja, am Tag verfüttern wir. Läuft knapp 1000 Stunden im Jahr. Fast ausschließlich auf der Anlage. Es sind nur so kleine Futscherarbeiten wie 1-2 Tage mal Bäume aussägen, wenn man mal den langen Mast braucht, ja, oder nach einem Sturm ein Haus da kaputt gegangen ist, ja, oder sonst was, wo man dann mal ran muss. Ansonsten ausschließlich auf der Anlage. Wir haben hier dafür eine 4 Kubikmeter Schaufel für die leichten Schüttgüter, sage ich mal so, sprich für den Mais, wo wir dann so mit 2,5 bis 3 Tonnen Füllvolumen in die Feststaubeinträge gehen. Für die Rübe haben wir eine 2,5 Kubikmeter Schaufel, wo dann 1,8 bis 2 Tonnen silierte Rüben drin sind, weil die Rüben doch eine ziemlich hohe Lagerungsdichte haben. Zusätzlich noch eine Bröckelschaufel für die Möhren zu brechen und wie sich herausgestellt hat, ist so eine Bröckelschaufel auch nicht verkehrt als Fremdkörpersicherung. Zusätzlich haben wir noch einen Blockbesen von 3,5 Meter Breite und Schneeschieber. Und Palettengabel, also das ist auch der große Vorteil natürlich über einen Radlader. Man eben irgendwas abladen, aufladen, oben raufsetzen und sowas, also da ist man einfach wesentlich, man kann doch mehr machen. Also, vor allem diese 2 Knopfschritte so rein und raus, das finde ich so angenehm, ne? Also das ist, ja, gerade beim Silo-Abdecken eher kurz was an Schlaufe holen oder sonst was. Ja. Diese 2 Schritte raus, das ist schon, man kommt ja sogar an den Joystick ran, zur Bedienung von unten. 90% des Maises wird ja mit der Kralle abgekratzt. Nee, das muss man sagen, sonst tappelt man immer rum, bis man da was losbricht und so. Und dann, ist er verteilt natürlich auch ungleich größer. Wenn man mit Kraft alles so loshackeln muss und dann wird ein Schräg gleich stehen, dann ist er nach 2-3 Jahren wirklich die Blätter ausgejackelt. Und da alles mit der Kralle so abstecken und dann nachher in den losen Mais und was, ist das wert. Das ist auch noch, wir fahren unseren Merle mit 7,5 Liter. Ja. Nicht wirklich ausgeliefert, nur so Holo Bauro auf Mittelposition. Für die Biogasanlage in Kirchgellersen haben wir den Typ Merlo 559 CS gewählt. Das ist einfach eine sehr kompakte Maschine. Trotz dessen können wir hier die hohen Nutzlasten generieren, dass wir nicht so viel Umschläge pro Stunde haben. Dazu ist die Maschine ausgerüstet mit der Kabinenfederung. Hier ist einfach der Vorteil für den Fahrer, auch gerade in Gegenüberstellung zum Radlader, der Fahrkomfort, die Ergonomie. Um die Maschine denn passend für die Anlage herzurichten, haben wir sie dazu noch mit einer Volvo-Schnellwechselaufnahme ausgerüstet. Dadurch können wir die hohen Scherkräfte an der Schnellwechselaufnahme aufnehmen und kompensieren. Die Maschine ist mit einer Zentralschmieranlage ausgerüstet. Also der Vorteil hier für den Fahrer ist, man kann sich immer darauf verlassen, dass die Maschine während der Bewegung geschmiert wird, wird immer das Fett an den richtigen Stellen und auch immer zur richtigen Menge. Wir haben eine Kühlerabdeckung montiert, dadurch verhindern wir das Drauffallen von dem losen Mais. Und um dann noch die Sicherheit zu gewährleisten auf einer Anlage, wo man immer nicht ganz weiß, ob Leute rumlaufen oder nicht, dann ist sie zusätzlich mit einer Rückfahrkamera und auch mit automatisch einstellbaren Rückfahrscheinwerfern ausgestattet.